Es ist immer wieder ein Schauspiel, an den lebhaften Ungaroring zurückzukehren. In der Nähe eines beliebten Reiseziels, nämlich der Stadt Budapest, erwarten wir ein spannendes Rennen. Den Moment, als Michael Schumacher 2010 seinen alten Kollegen Rubens Barrichello Richtung Wand drängte, oder die großen Rennen 2014 und 15, vergisst bestimmt niemand so schnell. Der Ungaroring, 19 Kilometer nordöstlich der ungarischen Hauptstadt Budapest, bietet 14 Kurven voller Geschichte und Prestige. Das Überholen auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke war immer schon schwierig, doch vor allem die letzten Jahre brachten uns außergewöhnliche Rennen. Hoffentlich erleben wir heute auch so eines. Ich freue mich, heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Wir kommen jetzt schon lange an diese Strecke und ich frage mich, welchen Platz sie unter deinen Lieblingsstrecken hat. Sie ist natürlich unter den Besten. Die Strecke ist von der alten Schule und setzt einen hohen Abtrieb voraus. Dadurch wird das Überholen zwar oft schwierig, aber irgendwie schafft es der große Preis von Ungarn immer wieder, uns zu überraschen. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch heute die ein oder andere große Geschichte miterleben werden. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Richter startet aus der Pole Position und daneben steht Daniel Ricciardo. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Gasly, Vettel, Antonio Giovinazzi und Bottas. Verstappen, Raikkonen, Hamilton und Devin Butler. Leclerc, Weber, Nico Hülkenberg und Russell, Sainz Jr. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Perez, Lance Stroll und Alexander Albon. Magnussen und Lando Norris startet aus der hintersten Reihe. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Okay, the run into turn one isn't too long, so the pack will be bunched up. Take care. Ja, einige Strafen gab's nur nicht für uns, Gott sei Dank. Das heißt, wir können unbeschwert von vorne ins Rennen gehen. Das machen wir jetzt auch. Is good, but we need to learn the gears, so go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. So, schauen wir mal. Regen. Eieiei. So. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Es wird aufgelassen. Scheiße, wir haben drei Plätze schon verloren.
So, den ersten habe ich zumindest wieder. Okay, dann lässt du mir die linke Seite zu weit offen. Dann nutze ich sie. So. Jetzt kommt der Teamkollege dran. Boah, kein blöd Quersteher, ey. Is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Right, some information on Ricardo. They have an issue with their car. They're going to be slow. Das ist gut. Ist halt hinter uns, der Kollege. Wird ein bisschen langsamer. Das shows the tires are okay right now. We anticipate good levels of grip for the next few laps at least. Na klar, das Hinterherfahren macht es auch nicht einfacher mit den Reifen. Für die Reifen. Ja, das aber gut ausgekontert. Ich wollte wieder links vorbei, dann wollte der da nicht. Kombinierende momentan. Jetzt bin ich ein bisschen besser dran. Check your MFD for a new strategy option. Jetzt habe ich ihn noch Gott sei Dank gekriegt.
Wirklich, wir kommen hier unten, ne? Hm. Er wird nur reinkommen, er wird nicht wirklich vorbeikommen. Aber nicht wirklich weg gerade. Jetzt habe ich zumindest mal das DS-Fenster raus. Runden haben wir noch. Gut, die Kollege ist in der Box, dann kann wieder in der nächsten Runde rein. Das weiß ich, das muss ich noch abwarten. So. Pit now. So, rauf auf die Gelben.
Exit now. So, reicht das, um in Führung zu bleiben? Nein. Nein, das reicht nicht. Ah, scheiße. Hat er mir genau Zeit gekostet. Da muss ich mal wieder arbeiten. 9 Runden habe ich Zeit. Oder kriege ich ihn hier vor der Schikane? Das ist natürlich nicht gut. Der kann sich wieder ziehen. Das war nicht gut, der Move. Und der nächste verabschiedet sich. Dann muss ich mir auf die langen Geraden packen. Oder er wehrt sich. Er wehrt sich da vorne. Aber dann nicht mehr. Er scheint die Schikane mitgenommen zu haben. Der steht genau da. An der Ecke da. Soll mir recht sein. So, 8 Runden noch. Jetzt kommen wir ein gutes Stück weg. Sechs Runden noch.
So, 4,7 Sekunden momentan der Vorsprung. Noch 5, 5,6 jetzt. Also fast die Sekunde nochmal rausgeholt. So. So, das ist halt dritter Sektor nochmal, aber jetzt auch egal. Und noch 4 Runden. Der Verstappen immer ein bisschen weiter näher rankommen, ne? War auch mal 13 Sekunden, jetzt sind wir noch 11,7. Ja, da kommt es mit seinem Teamkollegen ran, nicht, dass der den auch kassiert. Das sind noch 4 Runden. 11,0. Ich würde mich erklären, warum auch die Sprünge so groß sind momentan. Ja, schon so groß, so extrem wächst. Runde 15 von 18. 3 Runden noch. So. Muss ich auf den Körper haben, muss ich unnötig irgendwie noch einen Flügelschaden holen, also. Und dieses Ding hier wegwerfen. Oh, jetzt geht's gleich in Runde 16. Aktuell hab ich schon über 10 Sekunden. Oder fast 10 Sekunden. Jetzt, machen wir so. Die Frage ist, wie schnell kommt der Red Bull da ran? Aber das dürfte ausgehen. Aktuell habe ich 0,4.
So. Und jetzt geht's in die vorletzte Runde. Drei hat der Vettel noch Vorsprung. Oder das hat damit zu tun, dass ich den echten Flügel noch kaputt gefahren habe. Da mit dem mit der kleinen Berührung. Das könnte natürlich gewesen sein. Das wird natürlich erklären, warum der schon so stark wächst und der da vorne verliert. Ja, klar. Letzte Runde aber vor allem. Das war die letzte Runde 11.11. 2019. Dann haben wir es. Und meine Bestzeit, ja. 18.8 war es, oder 18.9, glaube ich, war es am Ende nochmal. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Renault heute den Sieg eingebracht hat. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Hier kommen die heutigen Sieger und das war wirklich ein tolles Rennen. Erfolg in der Formel 1 ist für dieses Team zwar nichts Neues mehr, aber sie kriegen nie genug davon. Gratulation an das gesamte Team von Renault für diesen großartigen Sieg. Zumindest mal wieder die volle Punktzahl geholt. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause gehen wird. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führung von Renault an der Tabellenspitze. 20 auf 7 ist nicht schlecht. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Sieben Sekunden, was haben wir da noch? Naja, passt. Bin zufrieden. Letzte Rennen auch gewonnen. Gute Arbeit auf der Strecke. Das wird nächste Woche wahrscheinlich anders aussehen. Ein paar Fragen. Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke. Habe ich recht?
Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für Sie. No. Ihre Rivalität mit Devin hat große Popularität erlangt, aber hat sie... Brauchen wir nicht. Lucas ist in diesem Rennen durch das Feld geflogen. Was ist sein Geheimnis? Klasse, das war dann alles. Ja. Jo, das war's dann. Ausgezeichnetes Ergebnis. Solche Platzierungen machen sich gut beim Verhandeln. Gern mehr davon. Lass uns gemeinsam die Vorteile eines Teamwechsels durchdenken. Mach mal das doch. Gehen wir nach Torso. Das, wie gesagt, werden wir dann ein bisschen vorarbeiten auf das EFL 2020. Unser Angebot wurde angenommen. Du kannst dich also schon mal von deinem alten Team verabschieden. Ab dem nächsten Rennwochenende fährst du für dein neues Team. Genau. Mit dem nächsten Rennwochenende sehen wir uns dann wieder mit dem Auftakt von Australien FR 2020. So schnell wie möglich. Bis dann. Tschüss.